Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Commentary mit eurem Fungi. Ja, jetzt diesmal ein bisschen heiser, verschnupft und was weiß ich, ist ja auch egal. Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, weil ich kam jetzt gerade on. Bin nicht zur Schule gegangen natürlich, weil kranke Kinder gehören natürlich nach Hause. Und ja, okay, bevor ich die Geschichte erzähle, sage ich erstmal was zum Gameplay. Aber ich bin so ein bisschen aufgeregt, ne? Ich sage jetzt erstmal... Das hier ist ein MW3-Gameplay von mir, spielt auf dem PC mit der ACR in Gold-Camo. Mit dem Silencer und erweiterten Magazin, glaube ich. Perks weiß ich jetzt gerade nicht, aber es dürfte eigentlich Plünderer, Hardliner und Meisterschütze sein. Natürlich spiele ich auch noch mit dem Spezialistenpaket. Das kann natürlich nicht ohne, ne? Also, der Fungi besonders nicht. Ist Hardcore, habe ich hier mal gespielt und... Ja, es klappt eigentlich ganz geil. Ist, glaube ich, ein etwas älteres Gameplay schon. Das ist sogar ziemlich alt, glaube ich. Weil ich spiele ja im Moment gerade nur die ganze Zeit Black Ops 2. Auch wenn es nicht so richtig Spaß macht. Aber egal, darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Und zwar kam ich jetzt gerade online. Bin aufgestanden. Und ja, dann habe ich auf einmal gesehen, jo, hast auf einmal 8 Abonnenten mehr. Nee, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht angehen. Jetzt werde ich hier schon wieder angeschrieben. Muss ich mal ganz kurz ausstellen. Zack, zack. Und so, kam ich on, 8 Abonnenten mehr, das kann eigentlich gar nicht sein bei mir, weil, ich krieg vielleicht immer so, das sind immer so Unterschiede von einem Abonnenten weniger, ein Abonnent mehr, ein Abonnent weniger, ein Abonnent mehr, und auf einmal 8 mehr, das ist komisch. So, habe ich gleich erster Verdacht, ne, hier, Killer Chris, hochgeladen, und so war es dann auch. Ja, mein Video ist jetzt bei Killers Besten hochgeladen, kann man auf jeden Fall mal vorbeigehen. Und auch mal den Killer Chris, den Hauptkanal besuchen, muss man jetzt mal so sagen, weil der Typ ist auf jeden Fall korrekt. Und ich finde ihn ganz cool. Ich schätze auch seine Arbeit, die er macht. Aber auf jeden Fall wollte ich dann hiermit eigentlich nur ein Hallo an alle meine Abonnenten. Ich setze mich jetzt hier verschnupft und heiser vor meinen PC, mache ein Commentary. Einfach nur für meine neuen Abonnenten, damit die wissen, hier der Fungi, der weiß, ihr seid da. Der macht was für euch. Ne, ganz ehrlich, ich wollte mich wirklich nochmal bei euch bedanken. Das ist echt geil von euch. Und auch die, die nur mal vorbeigeguckt haben und nicht abonniert haben. Bei denen will ich mich natürlich auch bedanken. Dass die wenigstens mal vorbeigeschaut haben. Und geguckt, was ich da so mache auf meinem Kanal. Finde ich auch richtig korrekt von euch. Und ja. Natürlich wollte ich mich auch noch bedanken bei... den ganzen Leuten, die eine Kritik geschrieben haben. Ich wollte mich auch bei den Leuten bedanken, die eine schlechte Kritik geschrieben haben. Wobei die das hier wahrscheinlich nicht sehen, weil die eine schlechte Kritik geschrieben haben, werden wahrscheinlich nicht bei meinem Kanal vorbeigucken. Denke ich jetzt einfach mal. Entschuldigung. Und ja. Trotzdem wollte ich mich bei denen auch nochmal bedanken. Weil ich finde das überhaupt gar nicht schlimm, wenn ich schlechte Kritik hier irgendwie kriege oder so. Weil schlechte Kritik gehört dazu. Die kriegt jeder Mensch. Es kann eigentlich gar nicht sein, dass ein Mensch gar keine Kritik kriegt. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die werden gemocht. Aber es gibt auch Menschen, die werden gehasst. Und dann gibt es... Und das ist eben immer so ausgeglichen, weißt du? Oder gehasst nicht unbedingt, aber... Ist vielleicht jetzt auch ein schlecht gewähltes Beispiel, aber egal. Ich bin sowieso ein bisschen verplant, weil mein Kopf, der dröhnt wie so... Ja, wie dröhnt. Mein Kopf dröhnt wie so ein Kopf eben dröhnt, wenn man Kopfschmerzen hat. Und, ja. Das ist einfach so, man kann es nicht jedem recht machen und man kann auch nicht jedem Menschen gefallen. Das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken. Ja. Das war jetzt eigentlich auch schon mal ein Gesprächsstoff für dieses Commentary. Das, zum Glück geht das auch nicht so lange. Insgesamt glaube ich 7 Minuten, weil ich habe da noch so einen Killstreak am Anfang noch mitlaufen lassen. Und ja. Ich kriege hier natürlich die Moab. Ist ein ganz normales Gameplay. Ist nicht irgendwie geil gemacht oder so. Das ist ein stinknormales Gameplay. Wie man das so erspielt, ist auch kein Überscore jetzt. Und ja, ich weiß auch, das macht jeder zweite Spieler bei COD. Jedes Spiel und... Ja, ich bin eben nicht so ein Tesco oder so. Deswegen. Aber ich spiele jetzt auch immer öfters auf der Konsole. Also MW3 auf der PS3. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Und da kann man mich adden. Mein Name ist Seiryu. Den schreibe ich gleich auch nochmal in die Beschreibung. Und das war hier die Moab auf jeden Fall. Und ja. Was soll ich noch anderes sagen? Außer nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an euch.
Und ein ganz, ganz fettes Dankeschön an die, die vielleicht noch dazukommen werden. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal mit einem guten Sport. Haut rein, Leute, euer Fungi. Peace.